Hey Mallorca-Lovers, dies ist ein Podcast für Mallorca-Liebhaber von Mallorca-Auswanderern, die ihre spannende Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum sie auf Mallorca sind, wovon sie leben und was das Besondere ist an dieser Insel, die Mallorca-Magie. Also viel Spaß auf spannende Mallorca-Geschichten. Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich die liebe Antje hier sitzen und die kommt gerade aus Port Colombia angedüst. Es regnet und deswegen sitzen wir jetzt hier drin und machen einen schönen Podcast. Herzlich willkommen, Antje, schön, dass du da bist. Dankeschön, liebe Sarah, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Und ich bin gespannt, was du alles zu erzählen hast. Ja, Happy hat es heute auf dich abgesehen. Also wenn ihr Geräusche hört, das ist wie immer Happy und ja, Summer. Aber das kennen meine Hörer ja schon. Und du heißt auch Summer, also Frau Sommer. Genau. Der Name ist Programm bei mir. Das ist geil. So würde ich auch gerne heißen. Sarah Sommer. Meine Liebe, wann warst du das erste Mal auf Mallorca? Spannende Frage. Ich glaube 2013. Okay, Urlaub. Tatsächlich in Cala Ratjada mit einer Freundin im Urlaub. Guck mal, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen. Ja. 2013, hier Chocolate Bolero Bermuda Dreieck. Nein, überhaupt gar nicht. Was? Ich war tatsächlich hier mit meiner Freundin, um mich selbst zu heiraten. Ach, in der Cala Agulla. Tatsächlich. Bin ich doch. Jetzt habe ich auch gerade mich selbst geheiratet. Ich hatte gerade ein Fotoshooting, also vor ein paar Wochen schon, mit meiner lieben Feli, mit einem Brautkleid auf dem Pferd an der Cala Agulla. Siehst du? Und alle haben mich dann gefragt, ob ich jetzt geheiratet habe. Nee, ich habe mich selbst geheiratet. Ja. Aber wie hast du es gemacht? Erzähl mal. Tatsächlich. Also ich habe das Buch gelesen von Heirate dich selbst. Genau. Veit Lindau. Und da habe ich gedacht, boah, geil. Meine Freundin Sunny angerufen. Ich sage, los, lass uns heiraten. Aber jeder für sich. Also nicht zusammen. Und dann haben wir das tatsächlich mit Ring, schönem Kleid und richtig zelebriert, haben uns richtig vorbereitet auf unsere Selbstliebe, auf uns. Yes. Das ist ja geil. Genau, das war schön. Und wieso Cala Ratjada? Weil da hat es uns hingespült, also urlaubstechnisch einfach. Okay, wie so. Seid ihr darauf gekommen, dass das erste Mal war? Weil hast du gegoogelt oder welche Jahreszeit war das? Das war im September. Schönstes Wetter. Also das Datum kenne ich auch noch. Das war der 19. September, da habe ich geheiratet. 19.09. oder was? Ja. Lustig. Ich sag, also es gibt ja keine Zufälle und meine Freundin hat die Reise organisiert. Ich habe mich dran gehangen und dann sind wir da gelandet. Ah, okay, du hast gesagt, komm, wir heiraten und sie hat lass organisiert. Mal gucken, genau, und das war recht spontan, wie ich so bin. Dann hat es uns hier in Cala Ratjada abgesetzt. Also wir haben nicht vorher gegoogelt und wohin und bla und blub. Also das, nö. Okay, das ist ja geil. Wir schauen mal, was zu uns kommt. Und wie war die Zeremonie? Also wann war es denn am Tag? Ich meine, dann im September ist der Strand ja voll. Da seid ihr ja nicht alleine. Oder war es morgens zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenaufgang? Nee, wir waren tatsächlich alleine in dieser kleinen Bucht. Und da gibt es so eine kleine Treppe hoch, wo man dann noch unten an die Felsen gehen kann. Wir hatten den Platz ein paar Tage vorher schon uns ausgesucht. Und tatsächlich, wie von Zauberhand, also energetisch haben wir das alles so organisiert. Bisschen Feenstaub dahin und ein bisschen Feenstaub dorthin gesprüht und zack, waren wir alleine. Und wir haben uns gegenseitig fotografiert, es gibt auch noch Fotos davon. Und also jeder für sich ist dann unten an den Felsen und hat dann seine Zeit für sich gehabt, so lange wie sie gebraucht hat. Und da sind auch Tränen geflossen, es war sehr emotional. Und dann, es war nachmittags, spät nachmittags. Genau, und wir hatten uns dann einen schönen Tisch bestellt und dann sind wir essen gegangen danach und haben uns gefeiert. Ja, das ist ja geil. Richtig schön, ja. Und wie ist das Eheleben so? Prima. Aber ich habe mich schon mal gefragt, vielleicht kommt deshalb der richtige Mann nicht in mein Leben, weil ich ja noch verheiratet bin mit mir selber. Ja, aber... Aber der darf gerne dazu kommen. Brauchst du den richtigen Mann? Nein. Wenn du dich hast? Für eine Bereicherung. Also... Wäre ja jetzt schöner. Ja, aber der richtige Mann, der kommt schon klar, dass du mit dir verheiratet bist. Das kann der ab. Ja, das muss der aushalten können. Außerdem musst du den richtigen nicht auch noch heiraten, oder? Ja. Wer weiß. Kommt noch. Hast du ihn dir schon bestellt und manifestiert, oder was? Absolut, na klar. Okay. Ja, ja. Manchmal lassen die richtigen ein bisschen auf sich warten, oder? Der Watch von, genau. Okay, das war 2013. Und dann warst du dann regelmäßig? Hast du dich dann in Mallorca verliebt, oder? Also was da passiert ist, sind tatsächlich, dass
emotionale Dinge aufgebrochen sind, die sich gezeigt haben. Also wir waren wirklich kaum hier. Im Landeanflug habe ich schon im Flugzeug kurz zum Wasser geheult. Also da kam so eine Welle hoch an Erinnerungen, an was ist das da? Was macht das jetzt mit mir? Also es war mir nicht bewusst, was das alles bedeutet. Das habe ich aber dann alles rausgekriegt. Das heißt, wir waren am ersten Tag auf dem Markt zum Beispiel und dann musste ich mich an die Seite stellen. Ich habe einfach geweint, genau. Ist das die Energie von Mallorca? Oder das war meine Seele. Meine Seele hat sich erinnert. Dass du schon mal hier warst? Dass ich schon mal hier war, genau. Okay. Und das war, genau, mit diesem ersten Besuch 2013 ging das los. Und danach war ich noch zweimal im Urlaub alleine hier und hatte das immer wieder. Also im Landeanflug, Rotz und Wasser geheult, auf der Heimreise im Flugzeug total zusammengebrochen, hier auf dem Markt, also immer aus dem Nichts. Und für meine Freundin war das ja damals auch so, was ist jetzt mit der los? Hoho, kriegt die sich wieder ein? Was ist das? Wusste ich ja damals auch noch nicht, aber sie hat mir dann die Zeit gegeben und das waren so, das waren Seelenerinnerungen. Also, wie bist du drauf gekommen, dass das so war? Dass ich zurückgeblickt habe auf mein Leben. Ich hatte das schon mehrfach. Also ich habe Botschaften meiner Seele seit Kindesbeinen an bekommen. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zum, warum bin ich hier? Weil ich, ja, meine Seele hat sich immer mal schon eingemischt und hat mir so kleine Häppchen hingeworfen und hat mich erinnert, wo ich hin soll. Sie hat mich gerufen. Mallorca hat mich gerufen. Ganz stark, ganz lange, ganz laut. Ich habe dann irgendwann aufgemacht und habe die Zeichen und die Botschaften übersetzen können für mein Leben und habe sie dann verstanden. Und dann bin ich denen auch wirklich ganz bewusst gefolgt. Okay. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus Thüringen, aus der Nähe von Erfurt, aus Bad Langensalza. Und da ging das letztendlich schon los, dass ich mich immer fremd gefühlt habe in meiner Familie, dass ich mich immer falsch gefühlt habe in Deutschland, dass mein So-Sein irgendwie immer anders war. Also bei den anderen war ich immer, die ist aber komisch, du bist zu laut, du bist zu schnell, du bist zu bunt, du bist zu, was weiß ich. Irgendwie war ich nicht richtig, aber das kennen wir ja irgendwie alle. Was aber auffällig war, dass ich dieses Feuer hatte, dieses Temperament, diese dunklen Augen, diese dunklen Haare. Gut, meine Eltern waren zwar auch dunkelhaarig, aber irgendwie habe ich mich immer schon gefragt, ist denn der Vater wirklich der Vater und wo komme ich denn her? Und naja, also ich habe schon früh geforscht und gesucht und habe da auf der normalen Ebene keine Antworten gekriegt, logisch. So. Und der erste so ganz krasse Punkt war, wo ich 13 war, kam ich von der Schule nach Hause als Teenager. Ich liebte Madonna und mach den Fernseher an, der damals noch schwarz-weiß war. Ach komm, so alt bist du nicht. Doch. Wir hatten noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher ohne Fernbedienung. Ich musste, um umzuschalten, nach vorne laufen. Alt bist du denn? Ich hatte ja auch. Ich bin 51. Okay, dann sind wir in einem Jahrgang. Genau, 71. Nee, ich bin 71, dann wirst du noch 52. Ja, nächsten Monat. Aber Katja, ich bin nämlich schon 52. Genau. Jetzt wisst ihr auch mal mein Alter. Hallo? Ja. Hallo. Wir sehen so wunderschön aus, genau. Ja, ist ja nur eine Zahl. Okay, ja, aber ich hatte schon Farbfernseher, yay. Ja. Nee, wir noch nicht, wir waren noch ein bisschen hinterher. Macht aber nichts, weil ich habe das Video von La Isla Bonita von Madonna gesehen. Mhm. Und ich stand wie versteinert vor diesem Bildschirm und habe Rotz und Wasser geheult mit 13. Und ich habe alle Farben gesehen. Alle Farben in diesem Video. Im Schwarz-Weiß. Kleid, genau. Meine Erinnerung. Ich habe vor meinem inneren Auge komplett gesehen, was da los ist, was die alles anhat. Und das weiß ich aber jetzt, weil ich ja jetzt das Video in Farbe kenne inzwischen. Seit 100 Jahren gefühlt. Also das war eine krasse Erkenntnis. Das war, das hat mich dann erstmal so nochmal gepackt und geschüttelt und aufgeweckt. Hatte ich aber mit der geistigen Welt noch nichts zu tun. Ich meine, ich bin in der DDR aufgewachsen. Da gab es die DDR-Grenze. Alles, was darüber hinaus wurde, hat uns nicht zu interessieren. So. Mm. So, da die kleine Antje aber immer so neugierig war und immer schon als Visionärin unterwegs war. Ah, okay, das, jetzt verstehe ich ja, warum du einen Schwarz-Weiß-Fernseher hattest. Aber ihr hattet ja auch noch zwei Programme, ne? Weil die habe ich auch geguckt, DDR1 und DDR2, ne? Nö, natürlich hatten wir alle anderen Programme auch und haben sie auch geguckt.
Natürlich haben wir geguckt. Deswegen habe ich ja das Video auch sehen können. Ach so, genau. Weil das bei Formel 1 damals kam. Jetzt mache ich voll den Werbeslogan für. Ja, also. Oh mein Gott, ja. Genau. Ich habe mir da natürlich die ganzen West-Videos reingezogen. Und illegalerweise. Also, ja, aber das haben ja alle geguckt. Ja, ich weiß, aber. Also, Leute, wir haben das alle gesehen. Ihr Westdeutschen da draußen. Das ist, ja. Genau. Und das war so ein Aufweck. Teil Nummer 1, da war ich 13 und dann kam noch eine krasse Erfahrung, wo ich 18 war und die war spektakulär. Wenn du magst, erzähle ich die. Aber dann hast du dir bis 2013 ja richtig Zeit gelassen, überhaupt mal hier auf die Insel zu kommen, oder? Mhm. Ist ja noch nicht wirklich, ja, sind 10 Jahre jetzt erst. Ja, naja, das waren schon... Wo warst du denn so lange? Hast du dir noch andere Inseln angeguckt? Nee, gar nicht. Ich hatte noch meine Themen in Deutschland aufzuarbeiten, da musste ich noch wen einsammeln, musste ich noch meine ganzen Seelenthemen lösen. Bist du im Osten geblieben oder bist du irgendwann im Westen? Nee, ich bin, genau, ausgewandert im Westen. Genau. Bist du ausgewandert oder bist du doch geflüchtet? Genau, nein, ich bin tatsächlich ganz entspannt. Okay, ich hätte dir jetzt zugetraut, dass du mit dem Heißluftballon rüber bist. Nee, das ist mir dann... Nee, also da war ich wirklich, also wo die Mauer fiel, da sind ja alle meine Freunde von heute auf morgen auch weg gewesen. Das war schon auch crazy. So, Disco verabredet und zack, keiner mehr da. Sind die alle? Beste Freundin, weg. Es ist so krass, ich glaube, falls ich jüngere Zuhörer habe, die wissen gar nicht, wovon wir gerade reden. Ey. Dann machen wir den nächsten Podcast dazu. DDR-Erinnerungen, wir sind so geil. Also da kann ich nur Geschichten erzählen. Oh mein Gott, wir sind schon so alt, ey. Ja. Krass. Okay. Ja. Genau. Aber wann bist du denn los? Wann hast du gewartet nach deinem Mauerfall? Nach Mallorca jetzt? Oder? Nee, erstmal nach erst den Westen. Westen. Ich habe mich in meiner Heimatstadt verliebt. In meinen Mann, in meinen zukünftigen Ehemann. Und das war 1991. Genau. 1991 bin ich quasi Richtung Göttingen-Duderstadt aufgebrochen. So. Ah, okay. Genau. Dann warst du doch schon verheiratet. Ich war 9 Jahre verheiratet. Ah, okay. Genau. Ich dachte, du da gibt's das erste Mal. Nein, das habe ich erst danach. Genau. Ja, ja. Da war ich ja glücklich geschieden und habe mich dann geheiratet. Und ich dachte, das ist umgedreht. Das erste Mal jetzt, dass du verheiratet bist. Genau. Okay. Ja, wir haben ein bisschen mittendrin angefangen. Ja, genau. Da gibt es auch einen tollen Sohn. Der ist jetzt 30, der Philipp. Hallöchen. Und der heiratet dieses Jahr, wo wir gerade beim Thema sind, die liebe Sina. Und da freue ich mich voll drauf. Auch im September. Okay. Interessanterweise. Auf Mallorca? Leider nicht. Aber er ist ganz oft hier. Okay. Ja. Und wir holen einfach die Feier nach. Wir machen hier eine fette Party. Ja, vielleicht. Genau. An der Calaguya. Wo auch immer. Okay, gut. Dann hast du also bis 2013 gewartet, hast dich in die Insel verliebt, wusstest, ich bin eigentlich eine wiedergeborene Mallorquinerin und ich muss hier jetzt nach Hause oder was? Oder wie von 13 bis, wie lange bist du jetzt hier? Ich bin 2017 dann wirklich mit meinem Koffer hierher gekommen. Okay, dann waren noch 4 Jahre dazwischen. Ja. Was hast du da gemacht? Hast du da das geplant oder hast du überlegt, wie mache ich es? Auswandern war überhaupt nicht mein Thema. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe fleißig im Hamsterrad weiter gearbeitet, alle Menschen glücklich gemacht und mich komplett vergessen. Ich war hauptsächlich in der Fitnessbranche tätig. Viele Jahre viel die Menschen in Bewegung gebracht, körperlich. Also ich war Zumba-Instructorin, habe die klassische Aerobic-Ausbildung gemacht mit Kinder-Aerobic, Teenie-Aerobic und so weiter. Habe Hip-Hop getanzt, ich komme aus dem Tanz, habe das so für meinen Spaß gemacht. Aber viel, viel ausprobiert. Also von, ach du liebe Zeit, 7 Jahre Kosmetik, Fußpflege, medizinische Fußpflege. Ursprünglich habe ich Sekretärin gelernt. Also ich habe alles ausprobiert, um dann zu merken, ah nee, das ist es nicht. So, was aber eine wichtige Erfahrung war. Aber die Fitnessbranche hat sich sehr, sehr lange durch mein Leben gezogen. Also fast 25 Jahre, immer mal wieder. Das heißt, du hattest aber kein Fitnessstudio oder so, sondern du bist in die Studios als Trainerin. Genau, ich war hauptsächlich immer am Empfang, die gute Seele des Hauses, rechte Hand vom Chef. Ich war immer Visionärin, ich habe immer dafür gesorgt, dass es den Leuten gut geht. So, und da war ich tatsächlich an einem guten Platz, weil ich gut mit Menschen kann. Ne? Ich liebe es, die Menschen zu betreuen. Ich habe da so eine Ader, ich spüre einfach, was braucht jemand, schon vorausschauend denkend. Und da konnte ich mich ja austoben mit Kinderbetreuung. Und teilweise hatte ich sogar in dem Studio sogar gekocht hinten und Verkaufsgespräche geführt. Also
Aber letztendlich ging es bei mir um gute Laune, um Motivation, auch unterm Team, innerhalb des Teams. Also habe dann die letzten 7 Jahre fest in einem Studio in Göttingen gearbeitet und das auch 2 Jahre geleitet, genau, mit meiner Freundin zusammen. Nicht schlecht. Ja, das war aber dann tatsächlich, also um nochmal ganz kurz zurückzuspringen, die Ehe hat leider nur 9 Jahre gehalten. War dann 15 Jahre alleinerziehend mit meinem Sohn und da ging es ums nackte Überleben. Also wirklich. Ja. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Kühlschrank auf, scheiße, nichts mehr drin. Das Kind fährt morgen zur Klassenfahrt. Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte keine Unterstützung finanziell, Familie, Sozialhilfe, das volle Programm. Also schön einmal unten auf dem Boden durch den Schlamm und ja, war harte Zeiten. War nicht schön. Aber, wie gesagt, in mir irgendwo leuchtete da noch so ein Feuer, was zum Glück nicht erloscht war und was mich irgendwie immer so wieder aufstehen lassen hat. Krone richten, vorwärts gehen. Ich hatte immer das Glück, die richtigen Menschen im richtigen Moment zu treffen. Irgendwelche Zauberfeen, Engel war immer da. Nachbarschaft, mein Sohn ist fast nur bei den Nachbarn aufgewachsen. Ich konnte da meinen Führerschein machen, weil die Nachbarskinder auf ihn aufgepasst haben. Irgendwie hatte ich immer... Du warst auch noch sehr jung, ne? Manchmal. Ja, ich weiß ja, mein Sohn ist nämlich 20 und deswegen weiß ich, wann du angefangen hast. 21, genau. Und das war... Ja, da war ich ja selber noch nicht... Ja, und fertig, ne? Genau, ja. Und das... Ja, das war letztendlich auch... irgendwann bin ich aufgewacht und habe gedacht, boah, das soll es jetzt gewesen sein? Das Kind ist irgendwann groß, ich bin 40 und ach du Scheiße, das ist mein Leben jetzt? Nee. Und da hat es dann in mir gebrodelt und ich wollte mehr. Ich habe da gespürt, da ist noch mehr und ich bin für was Größeres hier und nicht hier in so einer Ehe auf so einem Dorf festzuhängen. Und da. Oh, ich kann das so gut verstehen. Ja, ich sag jetzt mal, nicht böse gemeint, die Muttis im Dorf in der Turnhalle zu bespaßen, was ich dann gemacht habe. So fing meine Karriere an, weil ich dann irgendwann mit dem Kassettenrekorder da stand und habe Aerobic-Kurse gegeben für 40 Frauen, die da dienstagsabends das größte Glücksgefühl hatten. Ja, aber du bist das Highlight der Woche gewesen für die, ne? Ich war das Licht da. Ja, ja. Und das für die Frauen jetzt. Wieder, genau. Genau, ich war das Licht für die Frauen und habe die wieder aufgeweckt. Und guck mal, wir haben ja die Wahl, ne? Bleiben wir diese Frauen? Weil ja. Ich war auch schon mal in so einer Turnhalle auf dem Dorf. Obwohl, ganz ehrlich, ich bin da nicht hingegangen. Aber ich weiß, ich habe dann auch eine Zeit auf dem Dorf. Ich weiß ganz genau, wen du da gerade meinst. Ja, und du hast halt die Wahl, bleibe ich da? Ist das mein Leben? Muss das so? Ja. Oder geht da noch was anderes? Genau. Ne? Und wir haben uns halt für was andere entschieden. Ja, der Ruf war immer da. Der war immer stärker. Ja. Gott sei Dank. Und jetzt weiß ich ja warum. Also, bin dem voll gefolgt. Also, volle kann ich ab. Ausprobiert, Job gemacht, oh nee, doch nicht, ich dachte, das ist es jetzt, nee, zack, wieder weg, irgendwie dann wieder raus, ich habe viel auch ausgehalten, ich bin zweimal komplett in der Klinik gelandet, einmal 2003. Und mit Burnout oder was? Ja, Burnout, Depression, ich konnte nicht mehr, mein Körper sagt, finito, 25 Jahre Magenkrämpfe, bin auf allen Vieren zur Toilette gerobbt, weil mein Magen... total rebelliert hat um mein System und hat gesagt, hallo. Und ich so, ich habe keine Zeit, ich kann nicht, ich muss doch das essen, ich habe keine Zeit dahin zu hören. Ich hatte überhaupt keinen Zugang zu mir, null, nada, hat mich nicht interessiert. Das Ding, was Körper heißt, hat ja irgendwie noch funktioniert, zwar auf allen Vieren, aber ja, crazy, also ich bin nicht sehr liebevoll mit mir umgegangen. Aber da rauszukommen ist ja auch nicht einfach, wie hast du das gemacht? Also gerade mit... Burnout und Depression, ja. Das ist ja eine böse Kombi. Also wie gesagt, 2003, das erste Mal in der Klinik, da war mein Sohn 9. Da habe ich aber noch nichts kapiert mit Bewusstsein und so und warum das alles, wie das zusammenhängt, Körper, Geist und Seele, habe ich noch nicht. Ich war einfach nur kaputt, habe 3 Wochen in St. Peter-Ording verbracht zum einmal runterfahren und dann habe ich 9 Jahre fleißig so weitergemacht. Ja, man muss auch erstmal die Kinder großkriegen, ne? Genau. Vorher hat man keine Zeit zum Unfall, ne? Ja, kenn ich auch. Genau. Krass. Ja, aber das macht uns nur stärker, ne? Ja. Da müssen wir durch. Absolut. Wir haben es geschafft. Sag mal so, und jetzt also 13 bis 17, wie war der Weg? Also wann hast du gesagt, ich muss jetzt nach Mallorca? Wie hast du es gemacht? Wann hast du die Spedition gerufen? Hast du überhaupt eine Spedition gerufen? Oder warst du schon so erleichtert, dass du nur noch einen Koffer und
eine Tasche hattest. Nee, letztendlich war es dann so, dass ich Gott sei Dank das zweite Burnout hatte, wo ich dann eine Entscheidung getroffen habe, als ich im Harz in dieser Klinik stand, 5 Wochen Aufenthalt vor mir hatte und habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe draus geguckt, ich habe Rotz und Wasser geholt und habe aber gesagt, ich sag so, und jetzt hole ich mir meine Freude zurück. Guck mal, macht immer noch was mit mir. Puh, steckt noch in den Zellen. Ich hole mir meine Freude zurück. Das ist Verrat an meiner Seele, wenn ich das jetzt nicht mache. Und dann bin ich durch. Das war nicht lustig, das war, da ging die Achterbahn erst los. Aber ich hatte ein Ziel. Ich hatte ein Ziel und ich wusste, ich mache das nicht nur für mich. Erstmal für mich. Aber ich weiß, da war ich mir bewusst, das muss ich für die Frauen machen, die nach mir kommen. Ich habe hier die Machete in der Hand und gehe den Weg, den noch keiner gegangen ist. Und das habe ich immer schon gemacht. Ja. Brauchst du ein Taschentuch? Es geht noch, danke. Vielleicht die Leute da draußen. Nein. Aber es, genau, das war mein Ziel. Und wie hast du es dann gemacht? Naja, letztendlich habe ich, mein Sohn war inzwischen schon alleine ausgezogen mit 19. Der hat schon gemeint, oh, mit der ist nichts mehr los da. Genau. Ich hatte dann, einen Monat bevor ich zur Reha bin, meine Traumwohnung mir manifestiert. Ich hatte, das war mein heiliger Platz. Und da konnte ich heilen. Und das war, da hatte ich ein Wellnesszimmer. Ich habe mich von dem Sumba, von dem ganzen Tralala und Leute bespaßen, habe ich mich komplett zurückgezogen. Konnte ich nicht mehr. Ich bin ja letztendlich vor meinen ganzen Kursteilnehmern, vor 40 Teilnehmern zusammengebrochen. Konnte nicht mehr. Ich bin ja Bühne. Ich will ja die Bühne. Also ich brauche die Bühne, um... ja, auch da habe ich die Bühne gewählt. Und genau, habe dann nach der Reha komplett, also ja, bin in die Meditation, Innenschau, habe alles, was Persönlichkeitsentwicklung war, habe ich verschlungen. Ich habe es nur einmal angeguckt, zack, abgespeichert, angeguckt, zack, abgespeichert. Das war bang, 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 Turbo, also Turbo. Wer war so dein Mentor? Damals? Mhm. Kurt Tepperwein, tatsächlich. Ja. Dem habe ich angefangen und der ist auch immer geblieben. Ja, ich glaube, ja. Mehr braucht man auch gar nicht, oder? Genau, Kurt Tepperwein. Ende der Geschichte. Ja, natürlich viele. Ja, man guckt sich viele an, aber man kommt immer wieder zu Kurt zurück, oder? Je nach Phase, genau. Ja, habe dann wirklich auch im Studio ja Yoga gemacht, was mich dann aber gestresst hat, weil es ging ums Abgrenzen einfach. Ne? Ich konnte dann aber nicht mehr in meinem Studio Yoga machen, weil ich war da einfach ja die bunte Tanzqueen schon und mich kannte ja jeder. Ich kannte ja auch jede Oma, jede Geschichte, jeden Schlüssel, wie geht's dir, jede Geschichte dahinter. Da hatte ich keine Ruhe und da musste ich mich abgrenzen lernen und das war ja auch das Ziel, was ich vorher nicht konnte. Ne? Und dann habe ich mich quasi nur zur Arbeit geschleppt, habe dann 40 Stunden noch gearbeitet, habe aber diese Sumba-Sachen nicht mehr gemacht, also auch kein Wochenende-Marathon mehr auf großen Bühnen, ist alles gecancelt. Ich habe mich quasi 3 Jahre zurückgezogen. Mein engster Freundeskreis wusste, ich sage, Leute, ich weiß, ihr liebt mich, ich weiß, ihr unterstützt mich, aber lasst mich sein, lasst mich heilen in meinem Tempo und Gott, ich liebe sie heute noch dafür. Also sie haben es tatsächlich gemacht und ja, ich habe mich tatsächlich auch vom Salsa-Tanzen zurückgezogen. Ich habe ja 2013 auch angefangen mit Salsa-Tanzen. Das war meine große Liebe, das war meine große Liebe, meine Flucht und meine Sucht zugleich, weil ich da komplett im Sein. Aber schöne Sucht, ne? Ja, schöne Sucht. Gibt Schlimmere? Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ich brauche doch nie irgendwie Tabletten umgedönst. Das brauchte ich nicht. Ich hatte eine geile Ärztin, die gesagt hat, nö, brauchen sie nicht. Ruhe, viel Wasser trinken, Rückzug und so. Das hat die schon gut gemacht. Genau, und hat mich, aber da war so ein Schmerz, so ein, oh Gott. Einerseits, ich möchte gern ja mich mit Menschen verbinden, aber ich geht gerade nicht, ist gerade nicht dran. Also es war schon so, innerer Kampf, krass. Hoch und tiefs und immer der Kopf und den wieder beruhigen und wieder ins Herz und überhaupt erstmal Körper und mit mir selber, oh Gott, und dann kam plötzlich die Themen aus der Familie. Oh Gott, da war ich plötzlich wütend auf meine Mutter, was da für Wut hochkam. Boah. Und ich dachte, wieso sind die alle so wütend? Ich bin gar nicht wütend. Komisch. Ja, vom Wegen.
Vorher alles schön gedeckelt, ne? Und weggesperrt. Und wie lange hast du gebraucht für den Weg oder bist du noch dabei? Ich meine, manchmal. Naja, letztendlich war ich ready. 2017 war ich ready. So. Deswegen auch durfte da noch viele Themen angucken, die ich einfach nur dort machen konnte. Und das Geile war, dass dann in der Familie was vorgefallen ist, dass der Stiefvater von meiner Mutter, dass der mich so scheiße behandelt hat, dass ich nicht zum Weihnachtsfest gefahren bin. So, und da habe ich zum ersten Mal gesagt, so, Familie, Mama, Papa, Tante, ich habe euch was zu verkünden. Ich werde nicht dieses Jahr Weihnachten auftauchen, um irgendwie eine Rolle zu spielen, nur damit es euch gefällt. Und liebe Leute, das ist eine Entscheidung nicht gegen euch, sondern nur für mich. Mhm. Ganz aus der Ruhe raus. Ich werde mit meinem Sohn Philipp Heiligabend feiern, wie immer zelebrieren, da habe ich Spaß dran, der wohnt ja auch in Göttingen. Und das haben alle verstanden. Das war geil. Das ist das erste Mal, sonst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen. Und an dem Weihnachtswochenende habe ich mich zelebriert und habe den ganzen Tag im Schlafanzug und habe mir was Schönes gekocht und habe es mir gut gehen lassen. Ich habe den ganzen Tag Michel aus Lönneberger gekocht und Pippi Langstrumpf und solche Sachen. Und dann kam der Moment, saß ich abends auf dem Sofa, ich hatte eine Eingebung und da sagte eine Stimme in mir, so, jetzt nimmst du den Laptop, machst bei Facebook einen Aufruf und schreibst, Spanien ruft dich. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe geschrieben, Spanien ruft mich. Ich war nicht auf Mallorca fixiert. Ach. Ich wusste nur Spanien, Spanien, weil ich ja auch, ich hatte zweimal auch versucht, ich habe zwei Versuche gestartet, einen Spanischkurs zu machen. Weil das Thema Spanien, Latinos, Salsa tanzen, das war ja schon die ganzen Jahre im Feld. Es ging nicht. Der Spanischlehrer hat, der Lehrer hat angefangen zu sprechen. Ich habe wieder zum Wasser geholt. Es ging nicht. Ich habe den ganzen Kurs gesprengt. Ich habe die ganze Zeit, aber ich habe ja nicht nur geweint, sondern ich habe ja richtig geschluchzt. Also laut, so. Es war ja peinlich hoch 10. Alle so, was ist mit der los? Die hört es doch nicht mal alle. Ja, gehst natürlich nicht mehr hin, ne? So, zwei Jahre später dasselbe probiert. Selbe in grün. Okay. Ist dann gelassen. So, und dann kam, wie gesagt, dieser Moment des Aufrufs. Und habe dann, ganz kurz nochmal ausholen, das Fitnessstudio, was ich geleitet hatte, war in der Insolvenzphase. Das heißt, alle meine 20 Mitarbeiter waren von heute auf morgen, zack, raus. Ich hatte keine Mitarbeiter mehr. Wir waren alle an ihrem Platz katapultiert, weil die in die Insolvenzphase kamen, das Studio. Und wir waren plötzlich alle in der Arbeitslosigkeit oder alle in anderen Jobs. Bumm. So, und das war meine Chance. In diesem Jahr habe ich erstmal, mich wieder neu sortieren dürfen. Okay, wer will ich sein? Wie will ich leben? Wie hätte ich es gern? Was ist mein Seelenauftrag? Was darf durch mich in die Welt? Wieso bin ich hier? Auf was habe ich Bock? Was macht mich denn aus? Bin so viele Jahre für alle anderen gerannt, aber wo ist denn mein Spaß? Was möchte ich in die Welt geben? So, und habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, okay, moderne Spiritualität. Aber wo hast du den Aufruf gemacht? Bei Facebook. Ja, aber wo bei Facebook? Ganz gezielt in drei Gruppen. Ich habe wirklich nur ganz gezielt in drei Gruppen das geteilt und habe dann geschrieben, liebe Leute, Spanien ruft mich. Ich möchte gern machen das. Alternatives Heilen. Ich habe da inzwischen eine Luminomi-Ausbildung gemacht, eine Reiki-Ausbildung und was weiß ich nicht alles. Und Fitness, Motivation, gute Laune hatte ich sowieso alles im Gepäck, im Koffer. Und dann habe ich die Kinder kamen wieder in mein Feld. Die Kinder, die ich jahrelang nicht bedient hatte. Also mein inneres Kind, natürlich. Aber ich hatte ja nun meinen Sohn großgezogen, dann hatte ich erstmal genug von Kindern. Aber dann kamen sie wieder ins Feld. So, und da habe ich gedacht, ach cool, Kinder, ja, die sind sowieso die ganze Zeit bei mir. Ob ich will oder nicht, egal wo ich bin, habe ich Kinder irgendwie. Wo kommen die denn alle her, ne? So. Und dann habe ich die Kinder wieder ins Spiel geholt. Ich habe auf Enter gedrückt und habe mich zurückgelehnt. So. Aber in welchen Gruppen? Weil also für Mallorca gibt es ja viele super Mallorca-Gruppen. Und dann kriegst du ja auch sofort Resonanz. Ich glaube, es Gruppen war eine spirituelle okay. Gruppe Mallorca, habe ich das reingestellt. Intuitiv. Dann noch in eine Spanien-Gruppe und ich weiß gar nicht mehr.
Es waren auf jeden Fall drei Gruppen, die mich derzeit angesprochen haben. So. Und es hat nur 5 Stunden gedauert. Und dann hatte ich 5 Angebote aus der ganzen Welt. Und da waren, ich glaube, Galicien dabei, Andalusien, Barcelona und 2 Frauen aus Mallorca. Und es hat sich dann innerhalb von diesen 5 Stunden sehr schnell herausgestellt, dass eine Frau aus Mallorca, mit der habe ich telefoniert, mit der habe ich gesucht. Und es war sehr schnell klar, dass ich für ihren guten Freund ins alternative Heilzentrum nach Mallorca gehe, nach Palma. Und also war das eigentlich ein Jobaufruf, was du gestartet hast? Du hast einen Job gesucht? Auch, ja genau, auch. Okay. Genau, das Coole war ja, dass ich die wichtige Info, die wertvolle Info für da draußen auch ganz wichtig vielleicht. Ich habe die Info gekriegt vom Arbeitsamt. Du kannst mit deinem deutschen Arbeitslosengeld in einem EU-Ausland ein Praktikum machen. Und ich dachte, wie das geht? Crazy. Und ich hatte noch 7 Wochen Zeit, bis das auslief. 7 Wochen. Und da habe ich alles in Bewegung gesetzt. Das heißt, ich hatte innerhalb von einer Woche den Antrag. Ich hatte die Genehmigung, dass ich das machen darf. Ich habe meine Wohnung vermietet. Das heißt, du bist jetzt als Praktikantin hergekommen. Genau. Und das Arbeitsamt hat das bezahlt, genau, in Deutschland. Bedingung war, dass ich innerhalb von 6 Tagen mit dem Schriebs vom Arbeitsamt zum Arbeitsamt in Palma gehe. Was die größte Challenge meines Lebens war. Und dann musste ich dieses Ding abgeben, dass die quasi wissen, aha, die ist hier, um hier Arbeit zu suchen, aber Deutschland bezahlt das. Das ist ja geil. Mega, ne? Gibt es das heute noch? Ich weiß, bestimmt. Ja, schon ein paar Jahre her. Leute, irgendwie Projekt Prospekt Nummer 20, das weiß ich noch. Guckt mal, ob es das noch gibt. Oder fragt bei eurer Arbeitsbetreuerin. Ne? Und für die dich dann angefragt haben, war das ja auch cool. Du konntest da arbeiten und Deutschland hat bezahlt. Mhm. Naja, zumindest ich war erstmal abgesichert. Ja. Ich war jetzt finanziell abgesichert und konnte reinfühlen, weil das Thema Auswandern war ja auch gar nicht auf meinem Schirm. Das war nicht in meinem Seelenplan, also da schon, aber in meinem Plan noch nicht vorgesehen, dachte ich. So. Und dadurch, dass das aber alles so leicht ging, also ich sag mal, das Universum hat mir einen roten Teppich unter die Füße gelegt. Ja, aber es darf ja auch mal leicht sein, irgendwann, genau, ne? Und dann ging es ja leicht, dann ging alles leicht. Wie gesagt, innerhalb von 5 Tagen wusste ich, dass ich da hingehe und dann ist was passiert. Ich habe dann ja im Haus so, dann gehst du ja ganz anders durch die Welt und durch deine Wohnung und durch dein Leben und denkst, okay, was brauche ich denn eigentlich gar nicht mehr so, was kann denn weg? Okay, mit Menschen und Jobs hatte ich das ja fleißig schon geübt, aber jetzt mit Dingen. Ich habe, pass auf, jetzt kommt's, als 10-Jährige in der DDR Briefmarken gesammelt. Die Hobbys waren ja damals nicht ganz so weit gestreut, aber Briefmarken haben wir irgendwie alle gesammelt. Und ich hatte ein Briefmarkenalbum im Keller liegen, was einen dicken, fetten, knallroten Ledereinband hatte. Und das habe ich hochgeholt und habe gedacht, oh, gibt es bestimmt irgendwer, der Briefmarken sammelt. Und habe das da irgendwie bei, keine Ahnung, Edeka Marktkauf irgendwo angepinnt. Und dann kam ein Opi und wollte diese Briefmarken kaufen. Dann habe ich das Album hochgelegt, habe es auf den Küchentisch gelegt und habe gedacht, krass, gucke auf diesen Umschlag, auf dieses Album. So, halte ich fest. Leute, haltet euch fest. Jetzt kommt's. Da steht in großen Druckbuchstaben drauf Palma. Ich hatte eine Gänsehaut nach der anderen. Ich stand da, sprachlos, Gänsehautschauer, Tränen schossen mir in die Augen. Ich musste mich hinsetzen. Ich habe nur noch geweint. Und dann wusste ich, okay, ich bin genau richtig. Ich bin ready. Ich komme. Und nächsten Tag habe ich einen Flug gebucht. Zack. Und ich bin geblieben. Das war's. Das war jetzt nicht dein One-Way-Ticket. So schnell. Doch. Hast, zu ja. Diesem Job dann. Du musst ja noch deinen Kram verkauft haben und aufgelöst ja, haben. Okay. Also ich bin aber letztendlich nur zurückgeflogen, um das alles aufzulösen. Okay, und konntest du denn da arbeiten, die dich da angeschrieben hat? Genau, ich war da sehr lange, habe auch mit denen... Konntest du auch wohnen oder wie hast du genau, ich habe bei dem dann... Das war auch sehr spektakulär. Also ich muss dazu sagen, mit dem Universum war ich schon echt... ja. War jetzt gut befreundet, gut connected. Habe auch vorher, genau, das habe ich noch nicht erwähnt, eine Ausbildung gemacht zum erfolgreich wünschten Coach. Also bei wem? Pierre Frank und ja. Michaela Mehr. Ja. Also genau...
Da war ich ziemlich cool immer drauf und habe das krass für meinen Alltag genutzt. Ich habe das allen meinen Mitarbeitern beigebracht. Ich habe das jedem erzählt, der das brauchte. Aber ich habe es hauptsächlich für mich auch genutzt, für meinen Alltag. Ich habe mir Kunden weggewünscht. Ich habe mir neue Herbe gewünscht. Ich habe mir mehr Trinkgeld bestellt. Ich habe mir alle Wohnungen. Und hat das funktioniert? Ja, absolut. Aber mit dem richtigen Kerl hat es ja... Was machst du da falsch? Nee, da waren ja noch Themen. Ach so. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Es waren einfach noch Themen, die da im Weg standen. Und naja, es ging um mich. Mhm. Ich war noch nicht mit mir connected, noch nicht richtig. Klar kamen da immer mal welche, die waren ja auch dienlich für die Entwicklung, ja, dass da schon mal ein bisschen der Weg freigeschaufelt wurde. Ne? Nee. Aber genau, und das war so, ich habe mir erstmal nur ein Airbnb für 4 Tage gebucht zum Ankommen. So, und ich dachte, na, den Rest warst du vor Ort, da ist ja, ich weiß ja noch gar nicht, wie weit ist das weg zu dem Zentrum und so weiter. Fahrrad, Bus, keine Ahnung, was mache ich da, miete ich mir ein Auto? Wollte ich alles dort machen, so. Ja. Und da hatte ich ja diese Challenge mit diesem Arbeitsamt. Ey, ich saß da, ne? Ich konnte ja kein Wort Spanisch, weil es ja mit dem Spanischkurs nie so richtig geklappt hat. Außer hola, ¿qué tal? Todo bien und gracias. Also die Floskeln wusste ich dann schon. Und so saß ich ja wie so ein Häufchen, so wie so ein... Naja, ich war schon motiviert mit diesem Zettel beim Arbeitsamt. Aber erstmal gibt es ganz, ganz viele Arbeitsämter. Du kannst nur dahin, wo du auch wohnst. Also das heißt, da wo die Wohnung war gerade, da musste ich dann zum nächstgelegenen Arbeitszentrum Dingsbums dahin. So, und dann saß ich da und ich glaube, gefühlt 1,5 Stunden, ich habe innerlich so geschwitzt und immer nur, liebes Universum, ja, das klappt. Jetzt, ich treffe die richtige Person, die diesen Zettel kannte, weil jeder kannte diesen Zettel nicht. Noch nie gesehen. 9. Keine Ahnung. Und ich immer so, nur ein Stoßgebet nach dem nächsten hoch. Irgendwann habe ich es geschafft, dann kam einer und sagte, oh, okay, alles klar. Senora, kommen Sie hier rüber. Also ich habe, glaube ich, alle Sitzplätze durch dann mit. Setzen Sie sich hier hin, setzen Sie sich da hin. Dann habe ich das geschafft. Dann komme ich raus und meine nächste Zusage für die Wohnung hatte in dem Moment abgesagt. Das heißt, ich stand in Palma mit dem Koffer auf der Straße und wusste nicht, wo ich abends schlafen sollte. Dachte, juh, okay, puh, durchatmen. Alles wird gut. Next Step. Nächste Bestellung. Okay, liebes Universum, ja, schick mir die beste Lösung. Hab nur mit dem Quattenfeld geredet und gearbeitet und zack, hat sich dann wie von Zauberhand ergeben, dass ich dann bei diesem alternativen Heizzentrum, bei dem Chef, abends auch im Gästezimmer bleiben konnte. Und da war ich ein halbes Jahr dann. Okay. Ja, und da ging die Abenteuerreise erst richtig los. Okay. Also heilungstechnisch. Ja. Für dich? Ja. Hm. Für mich. Aber ja, Mallorca hat mich empfangen mit mega... Aber da bist du ja jetzt nicht mehr. Wie ging die Reise weiter? Da bin ich nicht mehr. Da habe ich ein halbes Jahr gewohnt. Die Reise ging dann weiter nach... dann bin ich in die nächste WG gezogen. Da war ich 2 Jahre. Dann, also erstmal Palma Innenstadt, Nähe Plaza España mit sehr viel Krach, sehr laut. Und ich habe dann aber mich direkt ins... genau, die Dame, die mich rübergeholt hat. Da bin ich direkt in die Hochzeits... Hochzeits-Event-Location reingestürzt. Hab da erst dekoriert mit ihr zusammen. War aber schon Coach für Frauen. Also das habe ich schon gemacht. Dadurch, durch die Erfolgreich-Wünschen-Ausbildung war ich schon quasi Visionärs-Coach. Hab das nebenbei schon immer gemacht. Wie hast du das gemacht? Online oder offline? Beides. Aber was sich gerade ergeben hat, ich bin jetzt da nicht mega mit raus, sondern auch einer am Stand getroffen. Ach, guck mal, auch cool und los, lass mal machen. Aber das war auch dein Business, davon hast du gelebt, oder? Genau, auch. Mhm. Also mein Leben ist dann immer bunter geworden. Ich habe dann immer mehr erlaubt, meine Vielfalt auch zu leben. Genau. Und dann habe ich mich direkt selbstständig gemacht und bin durch diese Dame, die mich rübergeholt hat, genau, die hat mir den ersten, plötzlich kamen die Nanny-Jobs. Es war Hochsaison und... kannst du nicht mal aufpassen? Und da ich in der Hochzeitsbranche war... Dann da waren auch, die Kinder dann wieder da. Genau, da waren die Kinder auf einmal, zack, bang. Und auf einmal hatte ich die ersten Familien, die zweiten, die dritten, die vierten. Und dann hatte ich plötzlich feste Familien. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die liebe Heike von Kids Up Mallorca. Schöne Grüße. Und seitdem habe ich die letzten 6 Jahre mit ihr zusammen Kinder-Events auf Hochzeiten gemacht. Das war dann... Das Hauptbusiness. Wie jetzt? Das heißt, wenn jemand heiratet, dann macht ihr nur für die Kinder da. Genau. Weil die wollen ja in Ruhe feiern. Ja, ja. Und, das ist ja geil. Genau. Okay. Ja, das ist super schön und das ist auch eine schöne Location. Und da bist du noch? Da arbeitest du noch? Nein.
Seit letztem Jahr nicht mehr. Ich habe mich da ganz bewusst jetzt rausgezogen. Aber wie gesagt, die letzten 6 Jahre war, also ja, die Casa Kunterbund, so hieß mein Unternehmen. Genau, war ich in festen Familien. Ich habe auf dem Boot als Nanny gearbeitet. Ich habe Kindertheater gemacht, Impro-Theater, ach, alles. Dadurch, dass ich ja aus dem Spaß, aus der Bewegung komme, ich kann ja alles abdecken. Also ich decke ja eigentlich alles ab, was die Familie so braucht. Aber die Idee ist ja geil, ne? Ich meine, hier sind ja einige mit ihrem Boot und auch die wollen mal ihre Ruhe haben. Die buchen dich dann und dann holen die dich aufs Boot und dann genau. Also bist du da, dass die Kinder nicht ins Wasser fallen. Auch über Nacht teilweise. Ja, ja klar. Gerade. Genau. Ja, ans Essen gehen. Paarzeit. Ich meine, wie viele Kinder denken, ich kenne das ja selber. Ja, und dann nur Kind. Nee, du bist, darfst auch Frau sein, darfst auch Mann sein. Ey, ihr dürft auch wieder Paar sein. Guck das an. Da geht ja das Coaching los, ne? So, und dann hat sich's irgendwie über die Jahre jetzt so entwickelt. Genau, also das war mein Hauptbusiness jetzt, die Kinderbetreuung. Und ich habe in der Corona-Zeit dann, wo alles zusammengebrochen ist, ich dachte, ach du Scheiße, erstens mal konnten ja meine Klienten nicht mehr herkommen. Ich hatte plötzlich Aufträge und die waren dann plötzlich zunichte. Und ich dachte, Scheiße, was machen die denn jetzt? Oh Gott, die armen Eltern, lass mal Online-Nanny machen. Okay, habe ich 8 Wochen Online-Nanny gemacht. Also ich dachte, ja. Wie geht das denn? Ja, wie geht das denn? Also du merkst, an Ideen hapert es mir nicht. Nee, das habe ich schon gemerkt. Du bist ja noch kreativer als ich. Also das kann ich aus dem Hut zaubern. ja, und... Aber ja, Online-Nanny kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das heißt, die konnten jetzt nicht mehr im Urlaub fahren. Genau. Die wollten aber trotzdem kinderfrei. Dann hast du die Kinder am Computer gefesselt, oder was? So, nee. Letztendlich so. Also ich hatte jetzt mal angenommen, ich hatte diese 2 festen Familien aus Deutschland. So, und es waren jeweils 2 Kinder. Da 2 Kinder. So, und der Kopf denkt, oh naja, machst du es dir schön einfach. 1 Stunde Zoom-Call, packst du alle da rein. Können die sich miteinander kennenlernen, können miteinander spielen, wir können miteinander irgendwas machen. Pustekuchen. Wie alt sind die Kinder? Die waren damals, die 2 Jungs, 5 und 7. Ja, aber die können ja den Laptop zuklappen und sagen, tschüss, wir gehen jetzt und du kannst ja nichts machen. Eben, machen die aber nicht, weil die kannten mich ja. Wir lieben uns ja. Also das ist ja okay. Die kannten mich ja schon. Die waren froh, dass ich dich mal gesehen habe im Fernseher. Ja, genau. Mir war ja auch wichtig, die Verbindung zu halten. Ja. Weil, also erstmal die Verbindung zwischen den Kindern und mir zu stärken, zu nähren. Ich wollte ja auch meinen Spaß haben, also meine Freude mit denen, weil es waren ja, die Kinder sind immer meine Botschafter gewesen. Die haben alle für mich gechannelt, die haben mir Jobs besorgt. Das war meine Jobagentur sozusagen. Die Kinder haben mich immer... Wenn da der Ball rübergekugelt ist auf die nächste Decke am Strand, dann, was machen Sie? Ach, Sie sind die, ach, okay, können Sie auch hier, zack. Ich habe im Bikini meine Zehnergarten verkauft. Im Pool, im Wasser, im Meer. Leute, ey, hört gut zu, hier sind ja so viele Business-Ideen. Also wer Ideen braucht, gerne bei mir melden. Ich wollte auch schon mal so eine Ideen für andere. Ja, unbedingt. Dingsbums aufmachen. Ja, genau. Und, ja, Online-Nanny. Also das hat nicht funktioniert mit den Kindern, weil die würden nicht mit denen sprechen und dann war eigentlich mehr Schweigen als... ich war dann so die Moderatorin und dachte, jetzt komm und guck doch mal den. Nein, hat nicht funktioniert. Okay, auch eine Erfahrung. Und dann war ja... Okay, dann habe ich 2 Kurse draus gemacht, 2 Zoom-Calls, dann hat es Bombe funktioniert. Und das Interessante war, es war ja so lustig, weil dann ging ja das Technik-Thema los. Wie? So, die Kleine in Hannover saß mit dem Tablet... Entweder im Kinderzimmer oder draußen auf der Sonnenterrasse mit dem Sonnenschirm, damit sie mich sieht, damit die Sonne nicht blendet. Das ist so auch lustig. Und die anderen, die Jungs, das war so, dass die Mama sie auf dem Laptop angeschaltet hat, hat mich aber verbunden mit einem großen Fernseher im Wohnzimmer. Das heißt, die haben zwar in den Laptop geguckt, nee, die haben auf dem Fernseher mich gefeiert. Oh, ihre Nanny auf dem riesengroßen Fernseher. Antje kommt jetzt im Fernseher. Aber ich habe ja da rechts... auf dem Computer geguckt. Da mussten wir erstmal, ich sage, nee, ihr müsst hier reingucken und da. Und also, das war erstmal, da haben wir erstmal 1 Stunde gebraucht, um zu kapieren, wie läuft das überhaupt. Ne? Also, das war auch sehr lustig. Aber dann, als wir es drauf hatten, wir haben gemalt, wir haben getanzt, wir haben gesungen, wir haben Ostereier gesucht. Schmeiß dich weg. Also, immer im Garten Ostereier gesucht mit der Kleinen und sie hat dann gerufen, du kannst, ich hab sie jetzt. Ich musste dann im Zimmer versuchen und raten, wo sie gerade... Also, lauter lustige Sachen. Also, wir haben schöne Sachen gemacht.
auch ruhige Sachen. Aber normal. Das machst du nicht mehr. Was machst du jetzt? Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Genau. Warum hast du aufgehört? Die Kinder jetzt so groß. Da kommt noch ein Schritt dazwischen, weil Corona-Zeit war ja also nur Kinder. Und ich habe dann mal eben schnell eine Kita gegründet. Hier? Eine Kita, genau. Die hatte ich jetzt anderthalb Jahre in der Nähe vom Campus. Und das kann übrigens jeder hier. In Santani. Genau, also bis fünf Kinder habe ich, also dadurch, dass ich ja selbstständig, die Selbstständigkeit hatte, war ich quasi auf fünf Kinder, durfte ich betreuen. Und dann habe ich eine Kita gegründet und bin zweimal mit einer Kita umgezogen. Also das war auch eine Challenge, genau. Wir hatten im Prinzip einen riesen Garten, also es war ein Naturkindergarten. Also mir ist ja wichtig, also weswegen ich losgehe und was ja auch meine Geschichte ist, dass die Kinder sein dürfen, wie sie sind, dass ihr Wille nicht gebrochen wird, dass sie nicht von der Gesellschaft, von den Eltern irgendwo hingeschoben werden, wer sie gar nicht sind. Also so wie die Gesellschaft sie haben will. Und das bricht mir das Herz, weil mir ist es auch passiert. Zwischen 3 und 4 habe ich immer gemerkt, da ist es bei mir passiert. Das kannst du noch gleich dran erinnern? Ich hatte es immer im Gefühl. Ah, okay. Ich hatte es immer im Gefühl und durch eine Heilerin ist das auch mal rausgekommen, also sind ganz verrückte Sachen rausgekommen. Aber das ist mein Anliegen, weswegen ich für die Kinder losgehe. Genau. Und gleichzeitig es sichtbar machen über Humor, über die Bühne. Und das ist meine Brücke. Ich bin Übersetzerin für die Eltern und Kinder. Ich spüre sofort, ich sehe sofort die Kinderseele, wer das wirklich ist. Und bring das über die Bühne, übers Theaterspielen, mach es sichtbar für die Eltern. Das heißt im Prinzip, der große Heilungsauftrag, weswegen ich losgehe mit den Familien, ist, den Eltern bewusst zu machen, wer ihre Kinder da sind, was die Seelenbotschaft ist, was die mitgebracht haben, was ist die Botschaft für Mama und Papa, was will das Kind dir sagen, indem es sich verhält, wie es sich verhält. Es schreit und tobt und macht, es hat was mit dir zu tun, guck mal hin. Fühl mal da rein und guck mal in deinen Spiegel. Und letztendlich, ja, habe ich gemerkt, dass ich war nicht genährt als nur Nanny, weil ich gemerkt habe, boah, was ich da für einen krassen Heilauftrag habe. Da werde ich nicht gesehen. Und ich habe so viel Liebe und Frieden. Ich bringe Frieden und Licht in die Familien. Einfach, dass ich nur da bin. So, und dessen bin ich mir absolut bewusst. Und wie machst du es heute? Also wie nennst du das heute? Und wie machst du es? Wie findet man dich? Woher weiß ich, wenn ich jetzt Kinder habe oder Probleme habe mit meinem Kind, dass ich zu dir darf? Dass du mich unterstützen kannst? Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Video hochgeladen auf meinem Antje Sommer YouTube-Kanal, was jetzt ganz frisch rauskommt, weil ich da endlich auch mal mich so zeige und sage, ich möchte all meine Vielfalt leben. So. Und zwar als Springer. Das ist meine Qualität. Das wurde immer belächelt oder ich selber habe mich da nicht ernst genommen. Ich selber habe mich da nicht wertgeschätzt, dass ich, weil es meine Gabe ist, also wie so eine Art Notfall. Oh Gott, da fehlt die Eventplanerin. Oh Gott, da fehlt die, was weiß ich, die gute Seele der Firma. Oh Gott, da fehlt die Nanny. Ich kann überall reinspringen. Und das ist meine Qualität als Schauspielerin, die ich im tiefsten Kern ja bin. Ich liebe es. Fehlt die Tanzpartnerin, fällt aus, buch mich. Lass mich einfliegen, ich komme. Und und das ist meine Qualität. Ich brauche keine Vorbereitung. Ich springe auf jede Bühne. Ich habe schon mit Promis getanzt und was weiß ich. Aber das ist mein Moment. Ich lebe den Moment und ich kann. Ich mache halt jede Feier. Überall, wo ich auftauche, bringe ich Licht rein. Ich mache es lichtvoll. Die fühlen sich plötzlich wohl. Plötzlich, also durch das Human Design, das kennst du bestimmt, durfte ich jetzt auch mehr verstehen, dass das, was das Erste ist, was die Menschen in meinem Energiefeld wahrnehmen, ist meine kindliche Unschuld. Und das ist meine Zauberkraft. Das heißt, das ist die Magie, die durch mich wirkt, dass automatisch ein inneres Kindheilung beim anderen stattfindet. Automatisch durch mich. Doch mega, oder? Das ist doch mega. Ja, das ist und das würde ich mir jetzt gerne mal bezahlen lassen. Also richtig
damit rausgehen, auch meine energetischen Qualitäten nicht mehr zu verstecken und wirklich sagen, hey, ich bin gekommen, um Felder und Räume zu reinigen. Energiefelder. Und das habe ich jetzt auch schon mit Räumen gemacht, mit einem Garten für Kinder, der auf Sardinien ist. Und da durfte ich diese Qualität jetzt mit der Zwei-Punkt-Methode, mit der Quantenheilung. Und ich liebe alles. Ich will alles leben. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Langeweile. Und deswegen habe ich mich jetzt auch komplett erstmal aus dieser Nur-Nanny-Phase-Betreuung rausgezogen. Ich weiß, dass die Kinder, die kommen jetzt gerade wieder in mein Leben, ganz krass. Die sind immer ein Teil von mir. Aber jetzt darf es anders gestaltet werden. Anders. Als Familiencoach, dass ich wirklich, wirklich gebucht werde und sage, hey, weil da kann ich ja alles machen. Da coache ich die Mama, weil wenn Mama glücklich ist, der Rest voll von alleine. Und ich bin also spezialisiert auf Frauen. Ich bringe die Frauen wieder in ihre Freude, weil es meine Geschichte ist. Okay, Familiencoach, jetzt haben wir es mal beim Namen genannt. Genau. Mhm. Sehr schön. Familiencoaching ist so das Grobe. Und da drin kann ich mich austoben und alles Mögliche auspacken, was die gerade brauchen. Ja, ich finde es schön, was du gesagt hast, dass du für die Kinder losgehst. Das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Da kenne ich keinen. Du hast jetzt wirklich mal eine Nische gefunden. Ja, ist wichtig. Also total, das ist, total. Uns läuft die Zeit weg. Es fällt mir wirklich schwer, dich zu unterbrechen und dich zurückzuholen. Aber das ist total spannend. Wer mehr über dich wissen will und kann dir. Bist du auf Facebook und Insta? Genau. Ich bin auf Facebook und YouTube über Antje Sommer zu finden. Und auf Instagram gibt es zwei Kanäle, wobei die Casa Kunterbunt da noch draufsteht. Also wen es interessiert, kann da noch ein bisschen nachblättern, was die Kindersachen angeht. Es wird aber einen neuen Anstrich bekommen. Und an sich, aber mein privater Account ist, wer mich tanzend sehen will, um kunterbunte Sachen. Und Anna-Verano-22. Anna? Warum? Ist ja Antje Sommer in Spanisch. Anna, ach so. Verano. Ah, okay. Ach, Anna ist Antje. Okay. Ja, da bin Anna ich ist eine Verkleinerungsform von Antje. Ah, okay. Gut. Und würdest du dann noch als Nanny einspringen, wenn dich jetzt jemand hört, der auf dem Boot? Punktuell. Also, okay. Ja, du bist flexibel, ja. Sagen wir mal so. Also ich mache es gerade tatsächlich. Es ist ein Gefühl. Ich merke das bei der Anfrage schon und denke, bam, ja oder nein. Mhm. Und aber dieses Langfristige immer, und weil das hat mich auch gehalten, ein bisschen in meiner Freiheit eingeschränkt. So. Okay. Es ist gleich die Zeit rum. Ich wollte dich jetzt noch fragen, was möchtest du jetzt noch unseren Zuhörern mitgeben, die auch auswandern möchten und sich noch nicht sicher sind oder Angst haben vor irgendwas? Ja. Da hast du bestimmt noch einen Tipp. Da habe ich bestimmt einen Tipp. Naja, letztendlich hört auf euer Herz. Versteht die Zeichen, die eure Seele euch schickt. Guckt hinter den Schleier, guckt hinter die Fassade, spürt in euch rein und dann geht in die Umsetzung und geht für euch los, egal was die anderen sagen. Die können nicht fühlen, was du fühlst. Das stimmt. Das hast du schön gesagt. Ja. Vielleicht brauchst du gleich noch ein Taschentuch. Oh, geht direkt mein Herz auf. Ja, und da begleite ich Menschen, loszugehen für sich. Und ich bringe die an ihren Platz. Also könnte man dich auch im Auswanderer-Thema kontaktieren, wenn sich jemand noch nicht... Naja, ich bin eher die Motivatorin. Mhm. Ja, manche brauchen ja vielleicht Arschtritt. Ich gebe dir den Arschtritt und sage ganz klar, ich sage, ja, worauf wartest du noch? Hör doch nicht auf deinen Partner, deine Mutter, deine Tante, deine Blablabla, du lebst die Träume deiner Eltern. Tschüss, geh für dich los, da bin ich. Aber nicht hier das ganze Gedöns mit, oh, wo krieg ich... Da gibt es andere tolle Menschen, die das machen. Ja, aber das frage ich auch jeden. Kann ich gerne als Motivationscoach buchen. Was hindert dich? Das ist meine erste Frage, ne? Weil mich fragen ja auch viele und, und haben 1000 Ausreden, die sie mir erzählen, warum was nicht geht. Und dann sage ich, nützt nichts. Ja, oder sie wollen halt... Ja, genau, ich bin da auch gern gnadenlos. Bei mir geht es nicht wischiwaschi mehr und heiti-teiti. Ich sage, nee, Arsch hoch und los. Aber liebevoll. Liebevoll. Sehr schön. Also, meine Liebe, schön, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend und deep. Und Anna Verano. Sie. Anna Verano. Schön, dass du da warst.
hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich danke dir, liebe Sarah. Schön, gleichfalls. Also ihr Lieben, wir werden alles verlinken, wo ihr Antje Sommer, Anna Verano finden werdet und kontaktiert sie, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder noch Business-Ideen braucht oder sie hat den ganzen Koffer voll und gibt euch bestimmt was. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Ciao. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.